Die Bundeszentrale für politische Bildung, also die Faktenfinder von Nancy Faeser, verbreiten eine absurde Theorie. Und zwar Klinzi, Poldi und Co. sollen schuld sein am Rechtsruck in Deutschland. Kein Witz, wirklich wahr. Die Nationalmannschaft von 2006 soll der Steigbügelhalter von Björn Höckes Machtergreifung sein. Im Besonderen wohl Jürgen Klinsmann und Lukas Podolski. Warum man Gerald Asamoah und David Odonkor, die auch 2006 dabei waren, nicht nennt, ist mir so ein bisschen schleierhaft. Aber die haben vielleicht die falsche Hautfarbe. So frei nach dem Prinzip, Rassismus gegen Weiße gibt es nicht, sind wohl am Rechtsruck auch nur Weiße schuld. Oder ist man bei der Bundeszentrale für politische Bildung der Meinung, dunkelhäutige deutsche Fußballspieler gehören eigentlich nicht wirklich zur Nationalmannschaft, selbst wenn sie für sie spielen? Oder ist einem David Odonko zu rechts und Rechten will man ja keine Bühne bieten? Oder wie muss ich das verstehen? In Reality-Shows, wo er öfters mal war, wie zum Beispiel im Dschungelcamp, redet er oft vom Teamgeist. Vielleicht ist das der Bundesbehörde für politische Bildung doch schon viel zu rechts und dort gilt eigentlich der David Odonko schon als waschechter N. Also das Wort, was auf I endet, nicht auf R. Ja, es führt immer wieder zu Verwirrung, wenn man Wörter nicht aussprechen darf. Jedenfalls meint man im Video von der Bundeszentrale für politische Bildung, dass Deutschland 2006 in erster Linie bekannt war für zwei Weltkriege und den Mauerfall vielleicht noch. Oder anders gesagt, bei dieser Behörde für politische Bildung, wohl eher für politische Verblödung, ist man nicht in der Lage, eine Studie zu finden, geschweige denn zu lesen. Denn wie man als gebildeter Mensch wissen sollte, interessieren sich sehr viele Leute, eigentlich glaube ich sogar der überwiegende Teil der Leute, nicht für Geschichte. Deswegen gibt es ja in Amiland immer noch Leute, die glauben, dass dieser, sagen wir mal, bestimmte Österreicher mit eckigem Bart und dem steifen Arm und der Binde drumrum, wie Blinde und einem gewissen Fetisch für deutsche Schäferhunde, jedenfalls dieser Österreicher solle noch leben. Glauben da echt welche. Und naja, wenn man sich Studien bzw. Umfragen anschaut bezüglich dem Thema, was denkt man in anderen Ländern über Deutschland, kommen da irgendwie andere Sachen raus. Zum Beispiel ist Deutschland tatsächlich bekannt für Fußball, Autos, Straßen, auf denen man schnell fahren kann und den ach so tollen öffentlichen Nahverkehr. Übrigens alles Sachen, die seit längerem schon total marode sind, bis auf den Fußball, beziehungsweise das sehen vielleicht auch einige schon wieder ein bisschen anders. Und naja, wegen der aktuellen EM im Land haben sich ja nun schon Fans anderer Mannschaften beschwert, dass jetzt ja die Bahn nicht ganz so toll ist. Was fiel da nochmal für ein Begriff? Irgendwie was mit einem Loch. Auch das Motto der WM kommt nicht so gut weg, habe ich den Eindruck. Das da hieß, die Welt zu Gast bei Freunden. Vielleicht wegen dem Wort Gast, weil man in Deutschland zu niemandem sagen darf, dass er Gast in Deutschland ist? Weil einen anderen Menschen als Gast zu sehen, den man nett und freundlich behandelt, das ist ja heutzutage rechts. Weil andere halt auch sagen, ja, so ein Gast müsste denn ja ähnlich nett und freundlich sein. Und weil man das dann verlangt, ist das dann rechts. Denn viele Leute gehen ja nach dem Prinzip, als Gast ist man ja Kunde und der Kunde ist König und da kann man machen, was man will. Also zum Beispiel Hotelzimmer verwüsten oder im Restaurant anderen Gästen in die Suppe spucken. Ja, das gilt als vorbildliches Verhalten von Gästen in Deutschland. Da darf man bloß nichts gegen sagen. Und Bierkrüge nach dem Personal werfen ist, glaube ich, so eine Art von Trinkgeld, oder? Übrigens meinte man, dass man in Deutschland 2006 endlich wieder Flagge zeigen durfte, ohne dass es nationalistisch wirke. So nach dem Prinzip, davor gab es keine EM oder WM. Ich meine, wer erinnert sich denn überhaupt noch an sowas wie 1990, wo es hieß, einig Deutschland Fußballland? Das gab es ja nicht. Aber okay, es ist ja nur die Bundeszentrale für politische Bildung. Da muss man wohl von historischen Fakten keine Ahnung haben. Aber okay, das Wunder von Bern ist wahrscheinlich auch sowas Ähnliches, wie dass die Erde flach ist, oder? Aber hey, wozu sich denn mit Geschichte auskennen, wenn man sie doch einfach erfinden kann? Also ich frage mich gerade, ob man in der Bundeswehr-Uni in Hamburg vielleicht dieses Video der Bundeszentrale für politische Bildung gesehen hat. Denn da will man scheinbar den Rechtsruck verhindern. Ja, es wurde den Studenten da verboten, deutsche Flaggen aus dem Fenster zu hängen. Übrigens auch den Studenten aus Frankreich, die dürfen auch ihre Fahne nicht raushängen. Da muss man anscheinend auch den Rechtsruck verhindern. Naja, vielleicht kann man ja so Le Pen verhindern. Ja, das Schwenken einer offiziellen Staatsflagge gilt schon seit längerem.
längerem als Rechtsruck. Denn laut dem Video sollen auch die Fanartikel zur WM 2006 mit dran schuld sein, die es überall zu kaufen gab. So als hätte es davor noch nie Fußball-Fanartikel gegeben. Übrigens, dem Public Viewing gibt man da auch eine Mitschuld. Denn das hat zum Partypatriotismus geführt, der dort entstanden sein soll. Was will uns also die Bundeszentrale für politische Bildung sagen? Fußballspieler der Nationalmannschaft? Rechts. Fanartikel in deutschen Farben? Rechts. Schwenken einer offiziellen Staatsflagge? Rechts. Fernsehgucken auf großen Bildschirmen? Rechts. Dabei gute Laune haben und Party machen? Rechts. Irgendwie fehlen mir da die Deutschländerwürstchen. Die hätte man ja noch aufzählen können, oder? Knackig, würzig, zart von Rechten. Jedenfalls ist man hier der absurden Überzeugung, dass so 2006 der neue Patriotismus entstanden ist und knapp 10 Jahre später zum Erstarken von Pegida, AfD und Co. geführt hat. Ja, wer erinnert sich nicht an die Aufmärsche in Dresden mit den ganzen Poldi- und Cleansi-Plakaten? Na okay, den maßgeblich bestimmenden und ausschlaggebenden Faktor Flüchtlings, Krise, von dem erzählt man uns natürlich nichts. Und dass das der faktisch belegbare Punkt ist, der die Triebkraft war und immer noch ist, ja, das muss man uns ja nicht erzählen. So strukturiert analytisch kann man natürlich nicht sein. Nicht, dass man hier noch ein differenziertes Bild der Situation zeichnen würde. Also, wo kommen wir denn da hin? Übrigens, was man auch weglässt, was man uns nicht erzählt, ist, dass diese Kokolores-Idee, also dieser absurde Käse, den man hier uns präsentiert, 7 Jahre alter Kaffee ist von 2017. Ja, diese vergilbten, in die Jahre gekommenen Fake News, die man hier nur noch ein bisschen aufpoliert und aufgehübscht hat, stammen vom Politikwissenschaftler Clemens Henny, den man zwar im Video namentlich nennt, aber komischerweise ein ziemlich junges Bild zeigt, das man grafisch scheinbar auch noch ein bisschen aufgehübscht hat, so dass es so aussieht, als sei das irgendwie was brandneues. Hier ist ihr niegelnagelneuer Blödsinn. Aber in Wahrheit ist Clemens Henning quasi praktisch mittlerweile auch schon sowas wie ein alter weißer Mann, der die, sagen wir mal, Wegsperrzeit nicht so gut verkraftet hat, oder manche nennen es auch die C-Zeit. Denn da hat er ein paar kritische Bücher in Richtung Regierung geschrieben und ist da in den Augen so mancher denn halt wohl doch auch so zum kruden rechten Spinner verkommen. Und das, obwohl er jahrzehntelang fleißig gegen Rechts angeschrieben hat. Ja, einen, den man seit Pi mal Daumen 4 Jahren absichtlich in der medialen Versenkung verschwinden hat lassen, weil er einem zu rechts war, obwohl er gar kein Rechter ist, buddelt ihn aber jetzt wieder aus, weil einem nichts Besseres einfällt, man mittlerweile nichts Besseres mehr hat als den abgedrehten Käse von vor 7 Jahren. Ja, der vom Steuerzahler finanzierte Qualitätsjournalismus in der Bundeszentrale für politische Bildung sieht mittlerweile Gouda-UFOs. Und mich würde es nicht wundern, wenn man diesen Kokolores weiterspinnt, den man hier von sich gibt, und auf die absurde Idee kommt, den sogenannten Rechtsruck in Europa dem Fußball in die Schuhe zu schieben. Um dann auf die geniale Idee zu kommen, Fußball zu verbieten. Und naja, der Rundfunkgebühr oder GEZ, wie es ja manche immer noch nennen, dem würde das ja in den Kram passen. Denn ein Großteil dieser Gebühren gehen ja drauf für die Kosten von Fußball. In diesem Sinne, gerne mehr von diesen abstrusen Spinnereien. Das ist quasi die beste Comedy seit Jahren. Also ich habe gut gelacht.